Michel jetzt wieder Hühnerknochen. Ja. Das gehört mir ist doch. Crunch! Ja, irgendwie muss ich ja die Hurenmeitli loswerden. Das tönt einfach wirklich so, als würde so Bibeli verbissen, weißt du, so ganz lebendig, oder? Ich habe irgendwo noch so ein Fläschchen Gnädig gefunden, wo ich jetzt leer trinke. Jetzt hast du aus Datum Pflanze geschaut? Bist du sicher, dass es nicht abgelaufen ist? Das war doch seine Jugendzeitführung. Was habt ihr da oben? Wollten wir eigentlich von dem stationären Raketenwerfer hier erzählen, Jungs? Nur so. 240, 250. Wo hast du das angehen her? Ich habe es versehen, auf dieses Sample geklickt, kann ich so mal her tun. Inzwischen ist der verdammte Bombbox von Alpha 1.1. Verstanden! Wir haben ein kleines Problem bei uns in FOBS Ost MG ist auseinandergeht. Gibt es da irgendwie eine so, Antworten? Ist auseinandergeht. Was soll so passieren? Also jetzt sind die hochgeklebten Marken. Verstanden! Wir haben nicht ein russisches MG geschlossen. Ein russisches MG ist auseinandergefallen. Ich glaube, wir haben China-Fahrer bekommen. ich bin der Schluss sagt, nicht du. Ja, Funk, Kopf, Dami. Raffi, ist bei dir alles in Ordnung? Ist bei dir alles in Ordnung? Du liegst am Boden, als wärst du verwundet. Da musst du mir den Biss von meinem Gipfel reinnehmen. Hast du mir schon den Wasch verwunden? Verstanden! Ich habe nur die Sache, die ich mir nachher nicht mehr kalt. Raffi, was machst du? Weil er das MG hat. Weggeschossen, verdammte Scheiße! Ich habe geschossen, ich muss total schnell testen. Das hat ich gar nicht gehört, ich bin dran, weißt du? Ja, jetzt! Ich habe auch keinen Schuss gehört. Sie kommen! Hey, ich habe die Tierplugs noch nicht drinnen. Hey, wow. Die sind alle gechillt, okay? Was du jetzt? Das wird lustig. Ja, ich sag doch, das Ding ist... Boah, warte mal schon, ich kann... Warte mal, ich... Ist gut, fahr nur, fahr. Langsam. Vorne fahrst du rechts, dann. Ist das jetzt ein Antwort, oder ist das jetzt ein Schluss, oder ist das ein Leck mir eigentlich am Arsch gesehen? Das ist so ein... Ich lass mal alles offen. Hat das einen Schwein gehabt? Schalte, da ich sag ja, Russian Driver. Beschissene Ohren nicht helfen. Ist er dort oben? Ja, wahrscheinlich. Hockt wahrscheinlich auf seinem Thron da oben. Ja. Briefing, was ist der Plan? Antworten. Oder den NATO verschmeissen. Ja. Ja. Weg von der falschen Plätze, Schatz. Raid, sinkt gerade Cesar. Cesar mag sinken. Ja! Yeah! Please rejoin your channel. Der Angriff ist cancelled due to lack of interest. Die anderen haben einfach ein bisschen mehr Pech gehabt. Okay, wer macht da was? Vicky? Fick, geht da bei dir ab? Was? Lärm im Hintergrund! No test. Okay, du hast sicher auch noch Wind- und Wetteranzeige, Arranged Table, Höhenmeter, Barometer und alles, was sonst noch dazu kommt. Nein, bei einem MG ist das eben anders. Dann kannst du schiessen und dann kannst du schauen, was getroffen hat. Nein, das kommt drauf an, willkommen im 1 A, B. Tust du nicht. Du nimmst das Scope drauf, nimmst Iron Sights. Ist aber langweilig. Hey? Wieso? Ich hasse jetzt. Es geht ja im Team nichts verloren durch das. Oder hat es irgendeinen Nachteil? Ich kann mit der auf die Seite stehen. Was? Ja, es hat Nachteile. Erzähl. Nein, die Diskussion führe ich jetzt nicht. Tanoil. Jautsch! Tanoil. Das ist gut. Da muss man noch lassen. Das ist gut. Das ist in den Fingern. Alright, fahren wir los. Wir gehen voraus, dann kommt der Kart, dann kommt der Lastwagen. Schaut, dass der Training langsam zusammenbleibt. Waffe gesenkt übers offene Feld. Was seid ihr das, Nono? Was seid ihr das? Bis drauf. Fünf Rappen studieren gehört immer noch dazu. Auf die sind gerade ein paar Waffen gerichtet, bist du sicher? Raffi. Spawnt einfach einen Raketenattentat. Ich kriege ein schlechtes Loch.
Er ist Zeus, ich weiss, er kann alles. Wir nehmen uns gerade selber fest. Okay, no. Zeit für eine Zigarette. Noch mehr Fragen? Du hast die Hände hinter der Brücke. Du kannst gar nicht rauchen mit zusammenbundigen Händen. Ja, genau. Doch, ich habe mir eine Contraption in die Frage reingemacht. Und Feuerzeuger. Schuck, erinnere mich daran, wenn wir uns das nächste Mal leiblich begegnen, dass ich gerade einen Tag-Tab mitnehme. Ein bindender Vorschlag. Bunden sind wir schon, also müssen wir zuhören. Das sollte ich eigentlich öfters so machen. Es wird viel einfacher, eure Aufmerksamkeit zu haben. Ja, leider gibt es kein Ding, kein Duct-Tape-Mode für eure Dinge. Für eure Fresse. Das wird dir noch gefallen. Du könntest es einfach ohnmächtig machen, dann wäre Ruhe. Ja, das könnte ich, das stimmt. Das stimmt. Raffi? Raffi, Schnauze. Aber weißt du, wenn wir schon dabei sind, dann wir doch... Ah, oh, geniessen wir die Stille, ja? Und dort die örtliche Drogenfabrik in die Luft jagen. Kann man das nicht konsumieren? One, return to formation! Nein, man sollte das nicht konsumieren, weil man wird davon ohnmächtig. Nächste. Da ist das ja gewöhnt. Möchtest du unsere Leichen nicht vielleicht mal wieder auf die Beine bringen, dass die auch etwas hören? Die hören alles. Ich kann ja auch reden. Wir hören sie einfach nicht. Ja. Bring da mal den Müll weg. Also Jungs, wärst du noch nicht ganz... Bro. Oh, es geht. Ja, wait. Das ist so geil! So, Raffi Shadow, ihr habt mitbekommen, was Sache ist? Ja, irgendwie etwas zum Tragen aus. Noch ein Funkcheck 3. Raffi Check, so gelten 3, antworten. Shadow 3. Sehr verstanden, 3. Der mir auch 3. Und der Shadow in der kurzen Hose. Es war heiss, als wir abgefahren sind. Und der Turnschuhe. So, wirklich? Es war trocken, als wir abgefahren sind. Ja. Siege von Fatal riskiert den Augenblick in die Hütte hinein. Obwohl das so viel EF umeinander läuft. Wir werden die nicht unbedingt aufscheuchen, oder? Schauen Sie die Hütte hinein, wenn Sie gerade nicht zuschauen. Jack. Also Jungs, da vorne hat es ja... Team Beardwise, die Karten aktualisiert. Bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es dort der Punkt ist, aber es ist eine Garage, die von Süden her einsehbar ist. Es stehen Kisten drin. Das ist das, was wir Sky fucking high blasten müssen. Ich vermute auch, habe 4 Chocolate Bars dabei. Ich habe keine Ahnung, was die dabei hat. Was sind die Vorschläge? Du hast gesagt, von Süden her ist die Garage einsehbar. Da kommt einer rein, da kommt einer rein. Okay, was soll die Scheiße da? Warum sind die nicht auf euren Posten? Los, raus da, weg! Ich will nur schon mal Pause machen. Ihr Regal! Ich sage Fersen, Geld und 3, 2, 1. Das erinnert mich so an den ersten Eingriff. Wir sind das Amix Flashing Thunder im Parkhaus. Hey, ich gebe auch Nina. Gibt's bloß einen Streich? Weißt du, etwas in die Luft, komm schnell weg. Der Abfahrt kommt. Ah, ist das geil. Geht ihr auf, in? Geht in? I'm in. What's your position? Clear. Ich habe die Situation im echten Krieg vor. Ich kann nicht einsteigen. Raffi, bist du in? Geht in, ja. Das war ja klar. Hat ich doch den Falschen entzogen, echt. Das ist einfach so top, absolut klar. He's hip! Shit, we got a man down! Aber wir haben es geschafft. He's hip! Wir kommen auf der SOS, wir sinken. Ja, Moment mal, ich bin jetzt im Spiel beitreten, aber ich habe keine Respawn Position. Nein, nein, das ist... Das ist gut, dann kannst du Michel noch nichts machen. Schon ein Batsch von Schisser! Mal, ich habe ein GPS. Ich
können wir eigentlich? Dass wir kein GPS haben, geht ihr nicht? Das ist zum Kotzen, seit Trump an Macht ist. Vorsicht. Es gibt wenig, wo uncooler ist als fucking Dschungel, hey. Aber ja. Es ist so schön gemacht. Yo! Schön! Schön, ja, aber. Das ist sicher cool, wenn man hier in den Ferien ist. Ja? Wenn ich mal nachgefragt habe, bin ich nicht in den Ferien. Es ist ja nur ein Spiel und mir gefällt's. Da war jede Menge KI-Gegner, die Hirn über der Botanik verteilen, wenn du die zuerst von daran ablenken lässt. Ja, das virtuelle Hirn. Ah, oh, die Wurzel, das ist so geil. Ja. Mono an Team, bitte melden. Hat das verstanden, antworten. Schucker hat mich verwünscht. Ich sitze irgendwo gefesselt. Nur noch von Vater antworten. Da! Ihr Nuno! Oh, Scheiße. Ja, klar. Gib ihm back, du Kapliat! Nope. He's plaything now. Getting raped, anally. Big dildo. And AK. Aber das hätte da blieb. Big surprise, my friend. He likes it this way. Okay, gehen wir mal richtig. No, the suppressor is hot. We already had that. He likes that too. Don't try with the NATO thingy. He likes that as well. He's into bondage and shit. On the topic of toes and fingers, I don't care. If you say so, I will have my fun. Go ahead, send picture. Need something to jack off tonight. Okay. I send picture. Verstanden, antworten, mal wieder am Punkt gerade eingepennt. Oh. Jetzt den Dschungel Gameplay. Achtung, davon nehmen wir irgendeinen Weg. Es ist alles geplant. Ja, laut schon da mit einem grossen, starrenden Dschungel nebeneinander. Der andere spielt Gameboy. Das ist grossartig. Ja, der Dose im Schädel. Drunken sailor, what do we do with a drunken sailor? What do we do with a drunken sailor? Early in the morning, yo ho, and up he rises, yo ho, and up he rises, yo ho, and up he rises, early in the morning. Ah, das tönt aber nicht so russisch, was du jetzt da dummisch. Ich geh jetzt auch noch einen Was meinst du, warum du schon in der Unterhose bist? Zum Vater sagen, er soll besser auf seine Spielsachen aufpassen. Nicht überall rumliegen lassen. Es ist aber auch sehr unübersichtlich in diesem Dschungel. So dicht und alles. Du hast gerade das Süße gestorben. Ich bin auch noch vergewaltigt mit dem Schalldämpfer. Judihui! So. Ja. Ey, Fuchuku, du bist eine Sau, so eine alte Matka von Gewalt. Hast du schon mal ins Spiegel geschaut, der alte Sack? Ja, weißt du, Fuchuku steht auf das. Ich stehe nicht auf alte Mann, ich stehe darauf, euch Schmerzen zuzufügen. Das ja, ist dann das Problem. Mach mal los, so fest wie es geht. Wir haben es gern, weißt du? Ah, oh, geil. I didn't see that one coming. Hallo, da in Zimmer! Hallo! Da in Zimmer! Hunger, bringt mal was zu essen! Wieder Pack. Oh, ich lebe wieder.
Nein, ich sag jetzt nichts. Ich sag jetzt einfach nichts. Ah, ich lasse einen fahren und streich mein Brot weiter. Mäh, schiesse nicht aufs Brot, du Sau! Ich muss auch nicht so kalten. Warum macht das sich nackig? Es ist heiß. So, 3, 4, 5, 6. Oh, nackt. Nein, eigentlich. Ich bin jetzt von meiner Uniform wegteleportiert worden. Kann ich machen. Du spielst jetzt den ganzen Tag nackt. Ist gut. Schau, es ist 30 Grad. Fucking get me started. Könnt ihr mal jemand den Müll rausbringen? Sobald ihr eine Karte und einen Kompass habt, könnt ihr auf die Karte schauen. Östlich von unseren Schangen. Er hat den Volk markiert. Er ist vor ein paar Wochen dekommissioniert worden. Er sollte aber die ganzen Supplies und alles noch mal liegen. Bringt mir eine Flasche Zuffen mit, wenn ihr gerade dort seid. Der Volk. Das Land ihr sicher. Nicht die Kiste, Sigi. Ja, ja, schon klar. Nochmal die Lüge, gell? Was? Du, Kate Nuke, bleib da. Und dann Ding mit noch eins nachher rennen. Ich wollte auch noch dort Maniküre, Pediküre machen, die Nägel lackieren, Schmiede. Oh ja, bitte! Also, Jungs! Anyway, ihr wisst, was du tust. Volk führen und einkaufen. Volk führen und einkaufen, gut. Ihr wisst, was wir zurückbringen. Etwas zu aufvollziehen. Jetzt Applaus. Ist der Gas gegeben, Jungs, der Volk schließt um 7, es ist 4 vor. Oh Mist, los! Weißt du was? Den Volk hopp. Machen wir wieder auf. Wir haben ja das Werkzeug gegeben. Einfach verstanden, und warte. Oktomediot Mengele. Ja, ist klar! Mengele! Und nebenan ist gerade Münchenstein. Okay, die Abstände sind ein bisschen eng. Dann sind irgendwo in der Mitte noch die Windräder von der Gartenstadt oder so. Geografie stimmt nicht wirklich. Wir werden uns in der Hotzone aufsplitten und zwar fahren wir gerade aus der Strasse weiter Richtung Exville Süd, wo wir möglichen Standort markiert haben. Dort werde ich mit meinem Team das Zeug schnell anschauen. Michel, du fährst mit deinem Dude, den du dabei hast, rauf, Strasse rechts rauf und gehst den obersten möglichen Standort anschauen, neben dieser Bushaltestelle dort antworten. Ich gehe nachher da die Strasse links hinten, hat ihr es gehört? Oder? Ja, kannst du machen, ja. Genau, fast die Strasse links runter, zum... Einfach die Strasse links runter, aber nicht ins Gelände rein, sozusagen. Jawohl. Und jetzt schon ein bisschen reinschauen. Standard Antworten. Wir sind gerade in der Hotzone angetroffen, wir haben uns jetzt aufgesplittet. Suchen den untersten markierten Punkt gerade ab und den obersten markierten Punkt antworten. Verstanden, wir sind im Zielbereich und sind jetzt zu Fuß unterwegs und schauen uns mal um. Warten wir uns mal, was gesehen. Schluss. Aber das ist schon sehr verdächtig, dass du jetzt bewaffnetes Personal bist. Okay, ganz kurz. Bitte nicht so offensichtlich reden, ja? Hm? Wenn die hören, dass wir irgendwie taktisch reden oder so, dann haben die schon einen Grund, uns den Arsch aufzureissen. Das ist ungesund. Okay, weitermachen. Wenn die uns fragen, was wir da machen? Wenn die uns fragen, was wir machen, wir sind dort, um die Landschaft und so weiter anschauen. Wir sind Hobbyfotografen und in meinem Rucksack ist die Ausrüstung. Hobby-Ornithologen, Schon in der Nacht, Nachtvögel sicher. Das passt. Yeah. Ja, meine Nacht. Das ist gut. Bald. Wir sind Geografiefreunde und möchten die einzigartige geografische Lage hier anschauen. Und in meinem Rucksack ist die Ausrüstung dafür. Mhm. Dort hinten hat man mich eigentlich gesehen. Ja, ganz genau. Zwei Fledermäuse und da kommt noch mal eine. Da hat es also divers, ist jetzt auch noch eine Nummer, ja. Ja. Merkt euch ein bisschen die Position von der Neulen, falls wir die für später nochmal brauchen. Ja, sie bewegen sich eben, das ist ein bisschen blöd. Ja, ich weiß, aber serious Eulen-Business da. Ja, der Eulenflug
Zug in der Stadt ist ziemlich krass, auch bei uns oben. Sind Sie im Besitzer von dem Auto? Ja. Ich habe gesehen, dass Sie die gleiche Schlitte wie ich fahre, also wie mein Kollege da fährt. ich kann mir denken, dass wir uns vielleicht treffen und keine Ahnung, eins trinken so und der Autoliebhaber. Drink and drive, hä? Ja, können wir sicher machen. Schauen Sie mal schnell da. Ich wohne in dem Gebäude hier. Wenn Sie schnell runterfahren, ich glaube, wir gehen wahrscheinlich zu Fuss, aber wir haben wahrscheinlich nicht alle in Ihrem Autoplatz. Leider nein, nein. Haben Sie gesehen, wo ich wohne? Im Parkinghaus. Ja, genau dort, wo ich Parken geschrieben habe. Alles klar, ja. Ja, wir stehen dann beim Gebäude dort. Gut, wir werden den Weg rundherum nehmen müssen wegen der Strasse. Das heisst, wir werden einen Moment brauchen, um zu euch zu kommen. Easy, kein Ding. Okay. Ja, dann chillen wir es dort, ja. Huren nette Leute in der Stadt. Ah, die mir nennt. Okay. Gibt man sich auf die Scheisse, der hat sicher Flüssige. Ach, da ist der am Schiff? Ja. Er ist ein Schiff, ja. Fans on Privacy. Das Mann nicht so Privacy, alles klar. Da habe ich nur genügend. Was gesagt ist? Wenn alle ready sind, gehen wir los. Gut. Ready. Ready. Ihr fahrt raus. Langsam, Rotsch, von langsam. Also denkt jetzt da, wenn wir aussteigen, wird auf alles geschossen, was sich bewegt, was nicht von uns ist. Schießt auf alles, was sich bewegt, was nicht von uns ist. Also in dem Fall, Kästchen. Raus, los! Okay, raus. Zug haben sie noch gefunden, wir brauchen einen mit einem Rucksack. Red, kannst du schnell kommen? Ich bin nicht sicher, ob die bei mir Platz hätten. Wir brauchen einen beim Carry-All. Raffi, geh schnell rein, schmeiß meine Munition weg und nimm die Suitcase nicht. Copy that. Zurück oder irgendeinem bestimmten... Ich hab Nuke. Okay, wir haben Nuke! Raus aus den Hütten! Los, zu den Fahrzeugen! Der hat einen Haufen Ding. Winsingen, Ittingen. Voila, wo willst du deine Nuke? Da in die Kiste, wo sie eh schon eingehört. Die andere ist... Die andere wo ist die Zündschnur? Wir haben... Links oben auf der Insel haben wir... kleine Malheur. Die Touristen haben hier irgendwie Wind davon bekommen. Hue. Und haben sich dort jetzt mit der letzten verbarrikadiert. Ich hätte eigentlich mal ein Fahrzeug slingloaden. Sehr zivil. Stimmt, das Ding kann slingloaden. Ganz vergessen, dass das eine Option ist. Also, willkommen an Bord von Jugger Airline. Ich bin nur einmal auf dem Server gesehen und das hat mir gelangt. Ja, es ist schon. Ach, vom Rotto! Hört auf, Panik schieben, for fuck's sake! Jungs, wollt ihr euch fester robben? Wie macht ihr das? Das Advanced Rappelling, wo wir da. Fuck, Rope! What? Okay, wer redet? Okay. Das ist ein sehr. Der Vater findet das Gleiche. Also, es war gar nicht der Vater, der gesteuert hat. Es war wirklich KI. Nein. Es war KI. Homebox verstanden, Antwort. Verstanden. Wir haben NATO-Falken in diesem Gebiet. Was soll die Scheiße? Antworten. Und zwar mit langen Schnäbel. Mit langen Schnäbel. Das ist eine verdammt gute Frage. Verstanden, Scheißplan, besser.
besseren Plan, wir hauen ab, antworten. Enega. Oh, oh, what are you doing here? Jetzt einfach so lacht. Wenn man da zum Fenster ist. Wir möchten nur etwas trinken. Aha, you look mighty suspicious, my friend. Okay, wieso denn? Going around talking about stuff, about our people. I don't like this. We are not. We are friendly. We are the good guys here. Wir sind Ornithologen, wir beobachten Vögel und unter anderem die örtliche Falkenpopulation. Also, ich sehe nicht ganz, wie wir über deine Leute reden können. Sie sind für uns schlicht und ergreifend nicht interessant, trotz einem fancy Gear. Enjoy drink! Prost! Zum Wohl! Prost! Bin ich ziemlich sicher, dass die russisch-orthodoxe Kirche in der Stadt unser Ziel ist, antworten. Sehe ich das da aussen? 1, 2, 3, 4, 5. Folge. Verstanden, ich bin nicht ganz sattelfest in der Religion. Welche von diesen 20.000 Kirchen in diesem Kack-Kaff meinst du antworten? Im grossen roten X drauf und einem riesigen Falkenschwarm vorne dran, wo sein Kronflug am Üben ist, mit mäßigem Erfolg antworten. verstanden, also wir können uns sicher ein paar Falken stibitzen und einen Flügel ausreißen und den Schnabel abschneiden. Antworten. Müssen wirklich vor gestern eure Infos haben, ihr müsst wirklich vor gestern weg sein. Antworten. Ja, dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Was liegt denn da vorne auf dem Boden? Ist das jetzt Abfall oder ist das ein toter Vogel? Ich merke gerade, das sieht nach einem toten Vogel aus. Oh. Oh nein. Nicht so gut. Toter Falk. Ja. Nehmen wir da im Tierschutz an, Leute. Vielleicht bin ich irgendwie verkarrt. Hey, aber das hat Zeugs bei uns zum Nehmen. Problem gelöst, oder? Oh. Da ist noch eine zweite. Oh, Achtung, hinter uns, Fahrzeug. Ja, jetzt wissen wir auch, wie das passiert ist. Ja. Danke für das richtige Fahrzeug. Was haben wir denn da? Ui, da liegt ein im das Bett liegt da. Verstanden, wir brauchen eigentlich nur etwas, das sind Panzerabwehrwaffen. Antworten. Schau mal, was ich kann machen. Gear. Ja, Ich schaue, was ich kann machen. Oh shit. Jedes Mal eine Panikattacke, wenn das Ding kommt. Ja, wirklich, ey. Also, actual for home, zur Information, Drop ist erfolgt. Und der Lagerist hat sich vorher gerade beschwert, dass er sein Lagermesser und sein Synonym empfängt. Wenn es per Zufall in der Schachtel innen ist, bringen sie mit, hey. Schluss. Oh. Ich jage das Fahrzeug in die Luft, sobald wir clear sind. Pass auf den Rückstrahl auf. Ja. Ich heize den Feli auf. Sigi, du kannst noch irgendwo ein Messer führen. Ja. Auf der anderen Seite würdest du den Typ anfluchen mit der Atombombe im Rucksack? Oh, und weil wir jetzt gerade alle so schön beieinander sind, wie wäre es, wenn ich ein strahlendes Lächeln auf euer Gesicht zaubere?
du einen Lollipop im Müll? Natürlich. Hey, lutscht einfach gerne etwas. Das Ganze ist dann ein bisschen ausgeartet. Zuerst mal hat es ein NATO High Command auf einen leeren Platz gehetzt, weil dort irgendwelche Signaturen sie gesehen worden zum Satz gern. Sie gelungen nehmen leid gesehen für die NATO, weil die Pappnase Scheissdreck haben in der letzten Basis vergessen. Also, nicht wichtig, so kleine Shit, genug Sprengstoff für die ganze Stadt in Schottodeschen zu legen und so. Ah ja, ja, Details, meiner ja, ja. Details. Ja, ja, was NATO halt los und liegt gerade. Ich würde das trotzdem als kriegserhaltende Massnahme und nicht als friedenserhaltende Massnahme deklarieren. Zügling auch, ja. Ich finde es schön, wie Kirchenglocken nach Afghanistan bimmeln durch den Funk. Es ist bei mir, meine Kirche geht gerade haywire. Ich sage nicht, wir sollen die Moscheen absuchen. Ich kriege da gerade von Ort und Stelle ein Detail. Wieso? Ist das schwierig, die zu suchen? Nein, es hat scheiße viel! Es hat einfach viel zu viel von sich. Ich weiß nicht, schau, ob ich Killer finde, so ist es nicht. Wenn nicht, hätten wir ihn eh nicht gefunden. Ja, sozusagen. Das ist also gleich weiter. Außer, dass eine Stadt gestorben ist. Collateral Damage. Naja, gut. Details! Nein, das kann schon mal passieren. Ich hoffe einfach nicht, dass unsere echten Militärleute so denken. Glaubst du mir, mehr als du denkst? Oh Gott! Mehr als Sinn, Militarist, das würde ich nicht mehr, aber... Ich bin auch Ex-Militär, also was willst du? Du siehst halt auch ziemlich verzwickt die Angelegenheit. Das Problem sind meistens Tie-Ups, die uns Soldaten davon abhalten, zu machen, was richtig wäre. Also mein Vorschlag wäre zurück zur Basis, Liegestühle ausfassen und wieder Colada suchen. Das ist gut. So ein Zwischenfall wie das ist im Bagdad, als ob man über das Wetter redet. Hey, unser glorioser Anführer hüllt sich in Schweigen. Ja, was ist mit dem? Ja, auch nicht. Oh, wieder die Luft vollgequasselt, 100 Meter über uns. So happy wie die Gegner gerade gewesen sind mit euren scheiß Handgranaten, die sie im Sonderschluss verkauft bekommen haben. Das ist billiger, ja. Ja. Du weißt doch, lange Ausbildungszeit, du hast ein Paramilitär, dann darfst du endlich mal Militärputsch machen. Spielzeug, ja! Hey, Armo, ist manchmal wirklich ins Münzen werfen, hä? Ja, das ist wie Inzest, Spiel für die ganze Familie, oder? Point taken! An alle von Raffi, Achtung, oben hat's roten Smoke. Antworten. Fuck, weg nicht, rot ist nicht gut, weg! Ja, das kann alles sein, Artillerie, Helikopter. Terroristenangriff in Momea. Ich bin von einer Baustruppe in... Wir gehen ab ins Dorf. Ey, was soll's? Ich weiss nicht mal, wieso wir da sind. Ich habe keine Ahnung über die politische Lage. Also, was ich weiss, ist, dass ich zwei Mann habe. Und zerstört der Chinhock und... und eine Quasseltüte, wo man auf den Sack geht mit einer nicht ganz schlüssigen Story. Kleine Dörfli, weil angeblich soll es eine Ausrüstung haben. Wenn der keine Ausrüstung ist, kriegt er eine Kugel und wir verpissen uns. Okay. Gut, ich habe noch anderes Zeug aufgenommen. Ja, reicht so geil. Kann ich das noch? Das, ich meine, eine, das ist nur so, ja, whoops. Zwei Jungs, aber spätestens beim dritten würden hin und irgendwie, keine Ahnung, Pazifikflotten auftauchen und finden, nope. Hey Jungs, Gruß aus dem Rebellenlager! Ich dachte, ich teile euch das mal mit. Meine Sperre hat gerade gemeldet, dass von den Soldaten, von den Sniper umeinander sind. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Haltet geringe Dungen. Viel Spaß! Im Prinzip ist das dann ein Vergewaltigungsgebäude. Vergewaltigung, die jetzt schon auch gerade. Jetzt hast du mir deine heimlichen Träume erzählt. Hey, was ist ein Hakenkreuz? Aber ja, Beizkopf, das ist recht los. So haben Rapper früher ausgesehen im Zweiten Weltkrieg.
Weißt du, das war Retro, gewesen, bevor Retro existiert hat. Ja, genau. Innen. Über die Scheiben raus schiessen, jetzt gerade. Absolut, das ist jetzt ein ganz, ganz anderes Problem als mein Karren. Das glaube ich ja, so wie ich dich kenne. Aber es ist noch ganz ruhig jetzt. Fürchtet. Oh. Schnauze! Hat das Moos am Tank oder Algen? Was ist das Grüne? Ach Gott, ernsthaft? Kann denn irgendjemand das schiessen oder muss ich? Es geht wirklich so wie eine schlieferige Aquarienwand im Zolli. Ich weiß nicht warum, aber ich habe ganz unheimliche Bedürfnisse, über dem Schädel einzuschlagen. Also komm, mach. Also ganz kurz. Es geht heute vor allem darum, dass wir gewisse Sachen nochmal üben. Das eine ist, im Binom durch Gebäude durchgehen. Dann Checkfire ist auch wichtig. Es geht vor allem darum, dass wenn zwei Binom im gleichen Haus operieren, dass ihr nicht aus Versehen den anderen über den Haufen schiessen. Wir haben Live-Fire, also möchte keinen Scheiß. Es geht auch darum, wie öffnet man vernünftig Ecken, wie schafft man sich selber Raum zum Arbeiten und in der letzten Instanz schafft man dann noch mit Blankgranaten. Quasi zuerst Granaten nie, dann hinten rein. Und was erst gerade offensichtlich geworden ist, es ist scheiße, wenn ein Trupp ein Gebäude cleant. Das Gebäude nachher auch sicher angeschaut wird und irgendein Typ mit einem LMG in einem von den Fenstern der Meinung ist, oh, dort stehen 20 Leute und warten auf Exfil. Wir rösten jetzt mal in die Gruppe rein. Ja, das ist ein extrem schöner Moment. Geht auch darum, super zu arbeiten. Richtig. Wenn ihr eine Ecke habt, die Tendenz der Leute ist, dass sie sich an eine Ecke anstellen. Das ergibt nur Sinn, wenn ihr wisst, dass in dem Bereich nichts ist und ihr die Ecke als Deckung brauchen wollt, um in die Richtung zu schiessen. Das ergibt nur dann Sinn. Wenn ihr jetzt aber die Ecke aufmachen wollt, bedeutet ihr wollt eigentlich um die Ecke herum, dann in die Richtung weiter zum Beispiel. Dann habt ihr das Problem, je näher ihr dran seid, umso weniger seht ihr und umso mehr setzt ihr euch selber eine Gefahr aus durch die Winkel. Die Idee ist, dass ihr hinten, viel weiter hinten steht und dann eigentlich die US Army nennt es Icing the Pie. Die Idee ist, dass ihr euch in einem Halbkreis um besagte Ecken herum bewegt und dabei kontinuierlich über die Eckenkanten zielt. Jetzt seht ihr auch, warum es heisst Slicing the Pie, oder? Ah, ja. Was jetzt der Fatal macht, er fährt jetzt an rausgehen. Sehr. Im Moment übernehme ich die Ecken und er dreht sich eigentlich 180 Grad zum nach hinten decken, bis wir weitergehen, oder? Ich gehe schon hier an die Wand, machst du auf. Okay. Jetzt das war ein gutes Beispiel vom Raffi. So kann man eben dynamisch wechseln. Du bist hinten, mache ich wieder auf. Gehen wir an die Wand. Ja, das heißt, ja. Ich gehe an die Wand, ja. Jetzt bin ich eins. Auf. Das heisst, du machst wieder rum. Ah, nee, dann mach ich. Ja, ich auch. Du hast jetzt eigentlich gerade können dort bleiben, wo du gewesen bist, Shadow. Du hättest gerade weitermachen können. Theoretisch. Ah, weil es wegen dem Platz. Also ich, ja. Weil es jetzt gerade gegeben hat, oder? Okay. Das heisst, es kann auch wechseln, ja. Je nach Platz. Ja. Ja. So, Jungs, wir sind beide tot. Was? Quizfrage: Was ist das da, Junge? Oh. Das ist der, der hinter euch hergeschalpert ist und euch über den Haufen geschossen hat. Definitiv, ja, scheiße, den haben wir übersehen. Ups. Ich könnte sonst auch mal am Vater und mir zuschauen, das ist. Das ist geil. Ich mach es gemütlich, ja. Jungs, ihr geht den Startschuss. Ja, das war der Startschuss. Weg links! Kontakt erledigt!
Ecke links, schau Front. An Front. Schau links. Zwei Ziele erledigt. Ziel links gsi. Jawohl. Machen auf. Erledigt, geh geradeaus weiter. Ecke links. Zwei Ecken her. Öffnen. Wow, das ist gemütlich. Das geht jetzt zu und her. Kontakt erledigt. Kontakt erledigt. Frei. Ecke rechts an Front. Verstanden, öffnen rechts. Kontakt, Kontakt erledigt, frei. Rücken weiter vor. Kontakt erledigt, ausgeschossen, reload. Nichts mehr. Übernehmen. Erledigt. Ah, oh, wir sind noch gut, eben. Ja. Das ist bei uns, weil wenn wir einfach nur sagen, Ecke links, Öffnung rechts, das, dieses NS1, dann kriegen wir in Zeit X kriegen wir den ganzen Raum gemappt. Ja. Das heisst, in 5 Sekunden weiss jeder von unserem Vierertrupp, was ich sehe. Indem sie sagen, Rücken vor, Öffnung rechts, Ecke links, super, weitere Öffnung links, Ecke rechts. Ich glaube, ich kann nächstes Mal so ins Mikro einkaufen, um das eben. Weil das okay. Habe ich schon noch ein bisschen, um alles bezeichnen und wissen, was was ist, muss ich da schon noch ein bisschen. Kommst du in der Ecke rechts Gemüse? Öffne Fleisch! Ich denke. Ich stelle mir das gerade vor, das ist hilarious. Es wäre mal geil, Foto, weißt du, so mit Leck Jorge einkaufen. Genau so. Stell links, super! Stand da Ecke rechts! Füße front! Scheiße, yes. Alle auf Fleisch! First Hand in der Weg Fleisch! Und dann auch, geil, Mann! Und dann mit Dings, mit Subito bewaffnet, gell? Natürlich! Ja, genau! Ja, du... Okay, es gibt anderthalb Situationen, wo nicht. Eine ist, wenn ihr weg müsst, und die andere ist die. Ah, ja. Flash, hä? Jo. Flashbang müsst ihr nur dann benutzen, wenn ihr Gefahr habt, dass ihr Ziel töten könnt, wo ihr nicht töten wollt. Ja. Das heisst Geiseln, Zivilisten, sonst etwas. Sonst scheiß auf Flashbang, für irgendetwas hat Gott euch Splittergranaten gegeben. Okay. Du gehst raus, Balkon. Ja. Gehst auf was du siehst, was nicht feindlich ist. Was nicht feindlich ist. Was nicht feindlich ist? Nein, das fängt doch nicht. Ja. Was? Ich würde sagen, das ist ein bisschen. Was macht der Heli mit seinen langsam drehenden Rotor? Kennt ihr den anderen? Kennt ihr den anderen? Ja. Wo der Heli ist der Helikopter? Who just hit the gunner? Like instantly. Like the chopper came in, somebody shot the gunner and the pilot instantly. Yeah, the toys walked me. No, no, I see that. I didn't shoot. So many opportunities. I have my safe space. Achtung, komm aus der Tür raus. Wenn mich die Tür zur Tür auslässt. So als Fazit: Player Unknown Battlegrounds ist interessant, aber ja. Können wir uns dann unterhalten, wenn wir nicht gerade so mit im Krieg sind? Danke. Jo. Oh, that guy's got balls. Shadow, you got my respect. Schlimmer kann es nicht mehr werden, hä? Nein, Nebel fehlt. Vorsicht, Shadow, ich höre zu. doch, du hast gesagt, wir sind... Aha, ja. Nee. Wir sind angegriffen worden, die Basis ist nicht mehr Basis, von dem her ist es RTB, nur ein RTB, weil das B nicht mehr vorhanden ist. I'm worried about this. Stairwell, admin. GG, guys. Make sure the blind spots are covered and the trip. Which munch has shot the rocket? Gigabyte. Which moron just shot a rocket? Gigabyte. Ah, jetzt hat sich dort irgendeine Kiste gebildet. Direkt gespawnt. You see a supply crate at the church, but no red smoke. Ah, there is red smoke. I mark it on the map, over.
Gehst du uns das nächste Mal das pinke Tütü? Das gibt's nicht. Und nein, es gibt sicher einen Mod. Ich muss nicht suchen, Siggi. Oh, Scheiße. Das gibt's also. Danke, bedanke beim Shadow. Ich wünsche viel Spaß. As soon as you are on the drop, you can just click with the left button. One click will send you wherever on the map you click. Oh, fuck. Yep, he hit the deck. You didn't have to scoop up some puree. Meatloaf. Private meatloaf. Private meatloaf. Private meatloaf. Das hier. Und dann ist, nach der gleichen Halle hat sondern gerade ein Hospital. Die, was noch nicht ganz. Mesh. Ja, noch nicht ganz geschafft. Nein, das ist ganz einfach. Sie werden vom Flugfeld reingebracht, Hospital. Und die, was nicht schaffen, werden einfach das Zimmer weiter hingebracht. Oh, Scheiße. Das ist Efficiency. I have 10 packed lollipops in my uniform. It's the most important thing, you know? Alright, fair enough. But I have a lighter, but no cigarettes. Oh, I have a cigarette. Try that out. I don't have any cigarettes or lighter. You are the cigarette dealer. Oh, remember, I'm the medic smoking kills. Watch me, I'm smoking. Is that why you look so old? Hold on, I'm figuring out how to unwrap lollipops. It's quite easy. In the a self-interaction under equipment, you can unwrap it. Then an unwrapped lollipop is in your inventory. You need to pull that onto your face mask slot. Then you, again, with the self-interaction menu, can start sucking. Awesome. Well, you're an American, so you suck by default, but you can start suck on the actual lollipop. Can somebody tell me for what's the big stick in the middle of the cockpit? That's the brake. Sure? Should I hit the brake? There's a parachute in the helicopter. Don't worry, I usually don't crash. Only on Saturdays and if somebody is bitching around. Well, it's not that hard with Uncle Hoover, I guess. Alright, next time Shadow flies. Oops. No guarantees. Why exactly is the landing gear down? Because it makes us faster. Because I don't care! Makes us faster. Okay, I see the LC, so... You're ready to die. Yeah, that was what I wanted to say. I didn't realize that. Do we need to steer a parachute? Why did you have the main rotor What's on? What's the bad thing? It's okay, we're done. Meant to do that. I see some shots coming from the sea. Stimmt, das ist dort auf dem See etwas. Das kommt von aussen, dankt's mir. Oh. Das ist jetzt nämlich von der... Never mind, it's the raindrops. Don't know, you could also call it square, or whatever. It's actually V, Delta. Never mind. Parallelogram. Oh god. Shadow. No. Just no. Do it again and I'll shoot you. Parallelogram. Alright, Shadow, ready for your medical checkup? Alright, I hold still. Make a prostate exam! If I have to rubber gloves and... nope. Alright, you're good. I thought Shadow was flying this time around. Yeah, actually, Shadow was flying. Last time. Alright, but... Shadow. You're in the spotlight, have fun. Did I fly now? Okay. Oh, we're so dead. I going to the... co-pilot. So, clear to launch. Everybody in? I'm in. Yep. Okay, I'm launching now, is it okay? Yeah, try it. Alright. I activate auto hover right after I lift off.
Defensive haben. Das hat sie. Ja, ist so stark. Es ist abgeslowen. Im Moment kommst du mit 300 hier. Oh Gott, ist das der Base there? Ja. Yeah. Right now it would bring us down in the water. I know. Waiting for the respawn screen to pop up. Okay. I find it nice how optimistic you are. The respawn! good run. Is there landing? No. Is there cameras above, below? Oh, there is the cross. Hold on. Yeah. Okay. Careful, you're hitting the wall. Okay, I'm going forward a bit. A little bit more. Remember, this is the big helicopter. This isn't a little bird. Yeah. Is it That's okay. Okay, going down. Whoop. Down. Hey. So. Great. That killed the engine. Vad tänker du nu? Vad vill du framrycka? Hill 44 eller? Jag tänker nästan Hill 44 så får vi lite overwatch på oss. Tror du inte med det här du ständig rauch? Det är den stenhöga där till vänster om också. Hey, ich sehe ein Fahrzeug, Bearing 160 auf dem Stoß. Hinterher geht wer für den bewaffneten Brawler. Verdammt nochmal. Okay. Wake from the south, wake from the south. Ich schieße, es ist drin. Ja, es war Tröhre, oder? Wick K. Hey, geil! Ja, schöner! Aber ganz geil. Sehr geil. Das Problem ist, dass der Shadow gerade anschaltet und macht das Verrecken die Sau. Wenn er das macht, dann schiesse ihn gerade nochmal. Oh, du musst nicht den Rest von deiner Wohnung verlangen, ne? Das ist jetzt nicht gerade, wie wenn der Heli würdest du auseinanderschreiben. Hör auf damit, wir müssen noch einen lassen. Ui! Oh, a stone. Bones are great. Was? Ja, ist gut. Dort hättest du noch Beta-Röhre, jetzt mitten auf der Wiese. Ernst, wo? Dort muss ich Röhre. Willst du im Backer spielen? Ja. Play with the Digger. Can I play with the Digger? Fatal, organisiere ihn auf. Bang. Aufteilung wie vorhin. Er doch kommt hin, mach Platz. Gib Pfötli. Das ist Vater ist kurz vor dem Suizid. Hätte er das nicht gerne, wenn wir so blöd. Blut und Bandage. Ich bin jetzt Medic. Oder Master. Eins von beiden. Das sind meine Subs. Ich tue neue Bandage. Oh ja, fessle mich. Wieso habe ich das Gefühl, dass sie das sogar tatsächlich... Wieso habe ich das Gefühl, dass sie das sogar tatsächlich so Stass machen, der grusige Sieg? Kollege hat mir schon mal so ein Rope Harness gemacht, so ein mega schönes Seilkonstrukt um die Brust. Chuko. Problem, ich bin ein einziges Mafia am draussen. Ich habe schon lange nicht mehr eine Mission gehabt, mit der ich über 88 FPS gehabt habe. Oder für Glitch in den Steinen. Oh ja, die versinken richtig drin. Wow. Das ist Steindiving, hä? Ich bin gerade durch einen Stein durchgeschwommen. Aber ich glaube, das ist einfach ein Kartenbuggy. Es ist brutal buggy. Ich versink richtig drin. Ich tauche drin. Das ist halt da und ich sind glaube gefangen. Wo geht's raus? Fertig Steindiving, sonst organisiere ich Skydiving für euch. Und es ist so glitchy. Ich weiß nicht mal, wie das soll gehen, was ich da gerade mache. Das sieht geil aus. Übersetzt, dass wir nicht da sind. Nur noch ein Team, hört mir irgendjemand? Oh yeah, I know what I'm gonna do. Oh. I'm gonna make the best briefing ever.
Loads of war. I'm curious. Hello guys, welcome to briefing. My name is Mahatma Fataleron. Alright, I wish you good evening. Evening. Guten Abend. Guten Abend. User joined your channel. User disconnected from your channel. For all intents and purposes, that would be Gute Nacht. German lessons for our French guys. Genau, je m'appelle Caramel, ja. Je m'appelle Caramel. Met de perfecte follow-up, hoe voel ik dat is moe. Who hasn't She should do that on a 64 player channel. What, he made it? Zie hem op de arbe. User was moved to your channel. Hey, hello! Oh, Roger is also coming. Greetings to the blocked TeamSpeak server. No, the not so blocked TeamSpeak server. User in your channel timed out. That's the blocked. Connection lost. Fuck. Made my day. I need. Du gehst jetzt gerade nicht zu, so. Da. Danke, Nancy. Super. Das tut gut. Ja, genau. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Oh, well. Und da geh sie. In dem Fall, schönen Abend. Ja, dir auch, merci Claude. Tschüss. Bis dann, tschüss. Disconnected.